heißt es. Und GG ist es auch, denn zwei Teams haben wir heute im ersten Counter-Strike-Match am Start und entsprechend zwei Repräsentanten. Repräsentanten wird es auch tun. Zu meiner Linken ist der liebe Gladi, zu meiner Rechten der Raid. Ersten Schock verdaut von gestern? Jo, wir haben uns ausgeschlafen und sind jetzt wieder fit. Das Mikro ist so leise, liebe Regie, mach es ein bisschen lauter, dann verstehen die Jungs und Mädels auch, was der liebe Tim Kreuzer gesagt hat. So. Ich habe gesagt, wir haben gerade ungefähr 13 bis 14 Stunden geschlafen, waren gerade schön im Kino, haben uns die Incredibles angeguckt, war witzig, jetzt sind wir entspannt und sind siegessicher. Incredibles, ein sehr guter Film, kann ich empfehlen, gegenüber ist das Szenendom. Bei euch lief ja auch nicht ganz glücklich gestern, ich habe Nuki gesprochen im Nachinterview, nicht mit dir. Was hättest du da für Worte gefunden nach dem Match? Keine? Nein, weiß nicht, es lief nicht so, wie es laufen sollte. Ich hatte vorweg gesagt, das 2 ist nicht unsere stärkste Map, mit die schwächste nehme ich an. Wir hatten uns diesmal nicht auf 64 eingestellt, weil es letztes Mal in die Hose ging im Internet GE auf Train und hätten wir es getan, wäre es vielleicht anders gelaufen, aber naja. In der ersten Halbzeit sah es so aus, als wäre 64 für euch zu schlagen und eure Taktik der individuellen Stärke würde aufgehen. In der zweiten Halbzeit, in dieser Bruch, leidet ihr jetzt noch darunter oder habt ihr es verkraftet? Nö, keine Angst, also es gibt jetzt wieder ein spannendes Spiel. Okay, was habt ihr gemacht, um euch ein bisschen zu entspannen gestern Abend und wieder die Konzentration zu finden? Geschlafen. Sehr gut, das ist ein sehr gutes, adäquates Mittel, anscheinend auch sehr, sehr beliebt. Du hast ja gestern erzählt, du hast gar keinen Schlaf gehabt den ganzen Tag und warst ziemlich fertig, aber jetzt siehst du wieder sehr, sehr erholt aus. Das heutige Match mit Impi statt Nitro, ist das ein Verlust oder ein Gewinn? Und Gewinn frage ich deswegen, nicht weil er jetzt irgendwie so 10 Jahre gespielt hat, sondern weil er mit euch an dieser Stelle vor 6 Monaten die EPS gewinnen konnte. Ist das so ein moralischer Gewinn? Ja, ist doch die Legende, oder? Impi, hallo. Naja, wir freuen uns natürlich, dass er heute hier ist, weil Basti leider nicht da ist, der Nitro. Ja, der hat zwar etwas länger nicht mehr gespielt, aber... Ist das ein Verlust oder ein Gewinn für euch? Wenn du es abwägen müsstest, wenn du es aussuchen könntest. Vom menschlichen her oder vom spielerischen her? Nee, von dem spielerischen, was euch hat... Vom spielerischen her ist es ein Verlust. Okay, aber würdest du sagen, hast du einen Überblick darüber, wie Impi momentan drauf ist? Hast du einen Überblick darüber, was Impi auch spielen wird, mit der Nein-Schuss-Position komplett einfach übernehmen? Also um ganz ehrlich zu sein, hoffentlich hört er das jetzt nicht. Also Nils ist eigentlich immer ein Spieler gewesen, der sich durch seinen kühlen Kopf und durch sein Taktikverständnis ausgezeichnet hat und nicht durch stumpfes Aiming. Das kann man doch einfach auch so wiedergeben. Also du musst keine Angst haben, ob er hört. Das schaut trotzdem nochmal. Nochmal eine Frage, um das besser zu verstehen. Impi war ja so ein bisschen die Stimme bei euch im Team, in der Mannschaft in der letzten Saison. Jetzt bist du ja so ein bisschen in die Rolle des Teamcaptains gewachsen. Wird das einen Konflikt geben zwischen euch beiden während des Matches, dass er es noch gewohnt ist vielleicht anzusagen? Nee, ich denke, der hat sich das komplett abgewöhnt. Der hat ja jetzt 5 Monate nicht gespielt oder so. Hat jetzt, glaube ich, gestern ein 2-on-2 gespielt mit WLAN und 100er Ping. Hat bestimmt Spaß gemacht. Ja, dementsprechend hat sich halt vorbereitet, ne, auf die EPS Finals. Wir wissen noch gar nicht, worauf wir uns eigentlich vorbereiten müssen, denn wir haben 4 Maps. Eine 5. ist nicht drin, denn das 2 wurde ja gestern bereits 2-mal gespielt. Und ich bin sehr, sehr froh darum, dass wir sie jetzt nicht sehen müssen. 4, also haben wir drin, damit ihr wisst, hier 4 Ü-Eier. Traditionell haben wir Überraschungseier gewählt. Zuerstens, weil sie sehr lecker sind und zweitens, weil die Farbe gelb Sven Hoffmanns Lieblingsfarbe ist. Und was für eine Map wünschst du dir, um hier heute MTW zu begegnen? Nochmal Nuke? Nuke, ja. Weiß nicht, haben wir im Internet schon gespielt. Und da, ja stimmt, wir erinnern uns, ESLV war dabei und das war überraschend für euch eigentlich, dass ihr die so abgegeben habt. Gegen ein unangespieltes Ukrainer-Team. Ja, war ein Spitzenspiel, hat Spaß gemacht. Ich erinnere mich da an Power Jump irgendwie von Nein. Nee, das war gegen FF Cold. Das war ein anderes Spiel, ja. Okay, alles klar. Aber auch Nuke, gut. Also da müssen wir nichts da in Ordnung bringen. MTW, du hast gestern spielen sehen und warst sicherlich auch leicht schockiert. Hast ein so viel seines Grinsen auf den Lippen gehabt. Würdest du meinen, dass sie gefährlicher sind als gestern? Oder denkst du, sie sind immer noch in diesem Tief und das ist eigentlich nur reine Routine heute für euch? Weiß ich nicht. Ich habe eben mit Impi seine Sachen geholt, habe mich ein bisschen unterhalten und... Er hatte auch was dazu gesagt, es ist einfach zurzeit die Motivation nicht da, weil neues Team, nächste Woche fliegt nach Dallas Dienstag und für dieses irgendwo ein Abschlussspiel, aber wo ist die richtige Motivation zurzeit? Ist ja nicht da. Vielleicht einfach nur mit diesem Team eine Story zu beenden. Ich gebe die Frage direkt mal weiter. Stimmt das so, was da Gladi so sagt? Also ist die Motivation nicht vorhanden, weil die nächste Woche schon ein anderes Team nach Amerika fliegt und da ein Turnier bestreitet? Oder ist doch noch Ehrgeiz da, hier einen Schlusspunkt zu setzen? Ja, ich denke, man kann auch sicherlich beachten, dass Jens zum Beispiel, also Ash, wird dann nach diesem... Ist ja sein großer Abschluss hier sozusagen und ich will das jetzt nicht hier so. Hat er schon öfter gesagt. Ja, aber ich denke mal, diesmal ziehst du halt durch. Das hat selbst Impi schon mal gesagt. Ja, Impi ist ja nur zum Spaß hier, also nein. Es würde ein bisschen bitter aussehen, also wir wollen natürlich alles dafür tun, dass es wenigstens noch vernünftig aussieht am Schluss. Das sind wir allen schuldig, glaube ich. Uns selbst, MTW, ATI, allen. Ich denke, wenn du einen Gegner hast mit so einer Einstellung, jetzt doch ein bisschen mehr.
Furcht, dass es nach hinten losgehen kann? Furcht ist immer da. Also MTW war schon immer ein gutes Team und es kann auch diesmal in die Hose gehen, klar. Aber ich könnte jetzt einmal Silence zitieren. Ich denke, es wird demontiert. Oh, okay. Das lassen wir einfach mal so stehen als Schlusspunkt von Okrana. Und er sagt... Diese lächerlichen Sprüche, oh Gott, kannst du mir jetzt C schreiben, wenn ich im Interview... Auch nicht so schlecht. Eine letzte Frage noch an dich. Du bist nominiert für den Most Valuable Player, für den wertvollsten Spieler. Und das wird auch gemessen an dem Wert für den Spieler, fürs Team etc. etc. Hast du Hoffnung, diesen Award zu gewinnen? Letzte Saison bist du knapp gescheitert an Gore. Ach, an dem Award, ja. Klar, ich möchte natürlich schon haben. So einen persönlichen Award ist immer was Schönes, sowas zu bekommen. Oder als besonders wertvoll ausgezeichnet zu werden. Ich denke mal, ja, aber es sind noch viele andere Spieler, die sehr wertvoll für ihre Teams sind. Und ja, ich würde mich freuen. Mal sehen, was das Spiel bringt. Ich bin gespannt. Und wir müssen noch ganz kurz auslosen. Ups, da fällt mir schon ein hin. Vielleicht ist er... Nee, das nehme ich jetzt nicht. Und zwar, jeder von euch zieht eins raus. Und das kommt schon mal nicht in Frage. Genau, und du auch noch eins. So, jetzt haben wir zwei hier drin. Was machen wir? Okay, ich ziehe einfach selber. Finde ich am fairsten. Und nehme dieses. Ja, die anderen beiden kommen wieder zurück. Das kommt rein. Was hast du für ein Gefühl? Ich glaube, es ist Kobbel. Oh, lass es nicht so weit kommen. Und es ist Kobbel. Hast du heute Lotto gespielt? 21 Millionen sind drin? Nee, ich habe heute, also ich bin eigentlich schon immer im Predicten immer ganz gut gewesen. Ich weiß immer, was los ist. Sehr gut. Also Lotto würde ich dir empfehlen. Heute könntest du deine Rentenkasse aufstocken. Wir, also auf Kobbel. Ja, kann sich mal aussuchen und ich wünsche euch viel Spaß, viel Glück. Wir sind gleich wieder da vom Moderationstisch mit Nick Adams und mir und wir geben kurz ab in Fernschwelle. Bis gleich. Ja, wir sind schon drauf und wir haben eben Rumors gehört, Bad Rumors, dass ein paar Leute sagen, hey, da ist bestimmt überall nur Kobbel drin, als ob wir uns freiwillig diesem Gräuel aussetzen würden. Aber um das Ganze einfach mal zu widerlegen, habe ich gesagt, hey, wir öffnen einfach mal die anderen Schachteln hier und sehen, Train, vielleicht kann die Kamera, wir haben gar keinen Kameramann gerade hier am Start, aber ich hoffe, wir können es lesen, da steht Train drauf, ja. Train zum einen. Man kann es genau sehen. Okay, super. Der ist leer, weil da war Kobbel drin. Dann haben wir hier noch Inferno. Die Map hätte ich gern gesehen, ja. Vor allem MTW, das ist eine ganz starke Map, ist von MTW. Und dann haben wir hier noch... Ah, hier wäre Nuke drin gewesen. Also, Jungs, damit haben wir diese... Ja, eins oder zwei. Vielleicht mal einmal auf die zwei nochmal, ganz kurz. Damit haben wir das widerlegt, das Gerücht. Denn, wie gesagt, wir wollen natürlich auch, dass das alles hier fair zugeht. Alle weg. So, wir beschäftigen uns mit dem Spiel MTW gegen Okrana ATI. Und das Lustige ist, MTW ATI, Okrana ATI, man könnte sagen, zwei Werksmannschaften treffen aufeinander, aber Ergebnisabsprachen wird es da nicht geben. Da bin ich mir sicher. Da geht es nämlich um viel zu sehr um die Ehre. MTW, ganz klar, an der Ehre gepackt, nach dem, was da gestern mit ihnen veranstaltet worden ist. Es war eine Demontage, es war eine ganz, ganz schlimme Zeit, glaube ich, diese Minuten des Spiels. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie mit dem Nighthorn, mit dem sie ja jetzt nicht spielen, trotzdem gestern noch gespielt haben und sie sind wirklich wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen da rumgerannt. Also wenn das mit Impi passiert wäre, hätte man sagen können, ja, wir hatten ein schwaches Glied so. Aber das war im normalen Line-Up, wie man auch im Internet gegen Mouseboards unentschieden gespielt hat auf Inferno. Und insofern gab es keine Ausreden, außer vielleicht ein bisschen Müdigkeit, aber die ist ja bei allen vorhanden. Wir wollen uns ganz kurz nochmal die Tabellensituation vor Augen führen und gehen dafür auf die Webseite und dort sehen wir die Abschlusstabelle, wie auch gestern schon gezeigt, und die beiden Teams. Okrana als Zweiter gerankt in die Playoffs gegangen, MTW als Vierter, und wir werden euch gleich schöne Playersheets zeigen. Aber vorher noch mal ganz kurz einen Blick aufs Team. Impi, wir sehen ihn hier links oben, ist jetzt neu hinzugekommen. Er wird also spielen für Nitro, Sebastian Winterhaus, der also ausscheiden wird. Und
Ich bin gespannt, was das für einen Einfluss hat. Ich glaube schon noch, dass es Impi juckt. Und auch wenn er sagt, ich hatte 10 Jahre kein CS mehr gespielt. Ja, und wenn's oder ich hatte 2 Wochen kein Internet, was er gesagt hat. Das ist bei Warcraft dasselbe wie bei Counter-Strike. Und wirklich heißt es genau das Gegenteil. Und ich denke, er wird immer noch heiß sein zu sagen, Jungs, es war ein Fehler, dass ihr ohne mich gespielt habt und so weiter und so fort. Es waren ja auch ein paar interne Geschichten, die da gelaufen sind. Ja, was mich interessiert ist, wer die Ansagen machen wird dann in diesem das Team. Das habe ich den Raider eben gefragt im Interview und er meinte, der Impi hat sich das bestimmt abgewöhnt, er respektiert, dass ich quasi der Team-Captain bin und er soll jetzt bloß nicht wagen, hier irgendwie versuchen, mir dazwischen zu funken. Also das ist eine ganz klare Ansage vom Raid. Ich bin gespannt, ob das gut geht, denn Impi im Spiel ein sehr dominierender Spieler. Was auf jeden Fall. Wir kennen ihn ja, wenn wir mit der Kamera auf ihn sind, dann ist er da sehr hysterisch, schreit seine Jungs zusammen. Es hat aber bisher mal geholfen. Ja, das hat man vielleicht im Laufe der Saison beim Raid ein bisschen vermisst. Er ist ja neu in diese Position gekommen, dass er da als Ingame-Teamleader sich auf einmal wiedergefunden hat, da der Impi ja weg war. Und ich glaube, er war da nicht ganz so forsch, nicht ganz so gaut, wie wir das vom Impi, vom Nisesse so gewohnt waren. Und was wir beispielsweise auch auf dem Finals, als wir da ein Mikrofon drin haben, einfach gehört haben, dass er seine Jungs anschreit und sagt, Jungs, so und so und so muss laufen, dort nicht bewegen. Das hat er ganz gut gemacht, fand ich gut. Bevor wir einen Blick auf die Playoff-Tabelle werfen, damit ihr wisst, wie die Standings gerade sind, wollen wir doch nochmal schauen auf die ESL Pro Series Awards. Dazu schalten wir rüber auf die Webseite, gibt es schöne News auf der ESL und dort also vorgestellt die Nominierten in der Kategorie Most Value Player, der wertvollste Spieler in der Saison, auch mit dabei der liebe Tim Kreuzer eben noch im Interview. Und Jonas Bollack zusammen mit dem Michael Mitträger, also Neo und Johnny. Dann haben wir noch den Blizzard, Christian Schmier, auch ein haushoher Favorit auf den Titel. Und der Flex von den A-Losers wird aber wechseln zu Okrana. Und ich denke, das würde ihn auch ganz, ganz brennend interessieren, wie Okrana sein neues Team hier abschneiden ja, wird. Ja, was glaubst du, wie da der Marktwert steigt, wenn er dann auf einmal sagen kann, zu den Jungs von A-Losers, zum Toretti hinlaufen kann und sagen, Junge, hier, ich bin der MVP. Da hast du recht, das ist auf jeden Fall ein Statussymbol. Ja, auf jeden Fall. Jonas Bollack übrigens auch bei uns am zweiten Moderationstisch. Also liebe Johnny wird so eine weise Leuchte spielen und uns nach dem Spiel eine Zusammenfassung geben von dem, wie er das Spiel gesehen hat. Darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Gestern war es ja der Soda, der wird auch später noch hinzukommen. Jetzt erstmal der Jonas und das wird sicherlich sehr interessant. Dann haben wir noch den Most Improved Player Awards und dazu schalten wir wieder rüber auf die Webseite. Und dort haben wir also den Flex erneut. Erstmals ist ein Spieler in 2 Kategorien nominiert. Das unterstreicht einfach nur seine überragende Leistung in der Saison. Er hat sie einfach extrem verbessert, war dazu noch einer der wichtigsten Spieler für sein Team, hat viele Sachen, wir erinnern uns, rausgerissen von seinem Team, war oft allein verantwortlich über Sieg oder Niederlage und ich denke, das also verdient diese Nominierungen. Dann haben wir auch den Neon von SK Gaming, den Black von Ukraine, der uns gestern sehr gut gefallen hat, auf das 2 mit seiner AWP überragend gespielt, Silent. Gestern konnte er nicht so Höhepunkte setzen, aber dennoch ist er schön mitgefahren, eigentlich mitgezogen und auch er hat eine Leistungssteigerung vollzogen in der Saison. Ja, auf jeden Fall. Nur ich hätte mir von ihm ein bisschen mehr erwartet. Er ist ein bisschen verschwunden in dem Team. Also wir haben nicht so viel von ihm gesehen, wie wir es normalerweise von ihm gewöhnt waren. Dasselbe kann man auch über Chief sagen. Er hat auch seine Höhen und Tiefen gehabt im Spiel gestern, zusammen mit Chef Koch, aber er war auch nicht einer der buntesten, auffälligsten Spieler in seinem Team. Rookie of the Season, auch hier haben wir jede Menge Spieler, die jetzt vor Ort sind. Der Roman, okay, jede Menge ist übertrieben, aber Roman ist jedenfalls da, spielt für Team 64, wird sich auch genau anschauen, was da läuft, denn das zweite Match wird bestritten von 64 und von Mouseboards und er will natürlich wissen, gegen wen man eventuell im Loser Bracket oder dann im Winner Bracket spielen muss. Damit haben wir noch den Pun von Faculty, den Hansi von Pro Gaming, den Knilch von deinen Friends. Ich weiß nicht, ob er extra aus Hamburg gefahren ist nach Köln, um sich hier seinen Rookie of the Season Award eventuell abzuholen, aber ich würde es ihm zutrauen. Er war da wirklich heiß drauf die ganze Saison über. EFF Kult, ja, ich kann es wieder sagen wie gestern, Fnatic hat uns viel, viel Freude bereitet. Auf jeden Fall, ein sehr aktiver Spieler, ein sehr schöner Spieler, der viele Einzelaktionen auch hatte in den Matches, die wir auf ESL.TV gespeckt haben, noch sonst in den Matches im Laufe der Saison. Und ich finde es ein bisschen schade für Kult, dass sie zum Ende der Saison so abgeschwächt haben und in so ein Tief reingefallen sind. Aber die Gegner auch schwerer wurden eigentlich. Also genau, das kann natürlich auch daran liegen. ansonsten, ich wollte gerade, Turnierbaum wollte ich euch zeigen, genau, das machen wir jetzt, Counter-Strike, da klicke ich drauf. Und ihr klickt mit, denn ihr kommt rüber auf die Webseite. Und da seht ihr also den aktuellen Turnierverlauf. Das sind die Playoffs. Winner Bracket. Wir haben es gestern gesehen. Mouseboards gegen MTW. Es war die Vernichtung 2004. Das große Massaker, ja. Und das war's zu Recht. Ich denke,
in der Welt von Schmerzen ist MTW ganz gut weggekommen mit diesem Titel eigentlich noch. Ja, auf jeden Fall. Der Ash hat vorhin noch in der Pressekonferenz gesagt, dass er froh ist, dass sie dann gestern nicht noch ein Spiel machen mussten, sondern erst mal eine Nacht drüber schlafen konnten, weil danach nochmal ein Spiel zu machen, alles so schiefgelaufen ist, wenn man so weggeschossen wurde. Andererseits hast du die Chance, direkt alles wieder gut zu machen, aber naja gut, sie haben sich entschieden, also sie konnten sich gar nicht entscheiden für irgendeine Variante. Ja. 64 gegen Okraner war die zweite Begegnung und da konnte sich 64 in einer eigentlich knappen Partie durchsetzen, aber in der zweiten Halbzeit war es dann doch souverän, was 64 runtergespielt hat. Insofern haben wir im Winner Bracket in der Runde 2 die Begegnung Mouseboards gegen 64. Das wird das zweite Match des heutigen Abends sein. Und nun zum ersten Match Okraner ATI gegen MTW ATI. Also hier erstmals zwei Werksmannschaften am Start. Und man muss sagen, ja, danach geht's für den Verlierer nicht weiter. Dann ist Endstation, finito, man kann nach Hause fahren und sagen, okay, das war's, oder sich die restlichen Spiele anschauen, aber viel wird da nicht mehr gehen für die Jungs. Also, hier geht's wirklich um alles, man kann jede Runde nicht hoch genug einschätzen und wir werden gleich also auf den Server gehen, werden uns das Spiel anschauen, Interviews wurden geführt, ich denke, es wurde alles gesagt vor dem Match, was man sagen kann. Ich hoffe, Soda ist mittlerweile eingetroffen, können wir ganz kurz mal eine Kamera auf die leuchten, einfach mal, wir müssen nicht sagen, aber einfach nur mal draufhalten irgendwie, dass man die Jungs mal sehen kann. Ja, da haben wir den Jonas, der sitzt da. Wink doch mal, Jonas. Das ist der Jonas. Daneben ist der Sodai, ebenfalls mit IFNG. Where am Start, richtig so. Der und Jonas muss ja sein glorreiches Mouseboards-Trikot tragen. Ja, die beiden haben, ja, ich denke, da geht der Sodai besser ab, oder? Auf jeden Fall. Ja, die beiden haben viel Schreibmaterial, sie werden alles zusammenschreiben, ja, von jedem Frag bis hin zu jeder, keine Ahnung, Beschimpfung, die da so während des Spiels läuft. Und ich denke, das wird am Ende ein schönes Resümee werden. Viel mehr Worte wollen wir nicht verlieren. Es wird Zeit, Counter-Strike zu praktizieren und zu feiern. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal in die Pair, in die Gaming Rooms schalten, denn dort werden wir noch ein paar Informationen haben. Das ist der Black. Der hat eine Brille auf, anders als auf dem Bild, das wir von haben. Hier schöne Player-Sheets, die wir einblenden können. Auf dem nicht ganz so viele Informationen jetzt gerade drauf sind, aber wir schwenken einfach zum nächsten über. Hinter ihm sitzt oder neben ihm sitzt nämlich der Gladi. Er ist nicht in der Mitte, also er ist nicht als Teamleader mittig. Wir sehen, ah, ist ganz lässig, ja, wie John Wayne in seinen besten Jahren, möchte man fast sagen. Schön, schön, das ist der liebe Gladi. Dann haben wir hier den Rappi. Grinsekatze. So gehört sich das. Ja, da muss jetzt was kommen. Nein, kommt nix. Keine Rappi-Banderole. Macht auch nichts, gehen wir einfach weiter zum nächsten. Das war wohl nix. Egal, das kommt der Nuki. Der hat mal blonde Haare gehabt, ist jetzt pechschwarz. Ob er auch noch eine schwarze Serie hinlegen wird mit zwei Niederlagen, das bleibt ihm überlassen mit seiner Leistung. Und was mich am Nuki sehr verwundert hat, dass er mit dieser Diamondback-Maus, mit dieser Razer-Maus spielt. Das machen ja relativ wenige heute. Ich denke, das ist aber ein Trend, denn diese Maus wurde eigentlich von vielen Top-Spielern für gut befunden und ich bin gespannt, ob da viele Wechsel stattfinden. Aber Counter-Striker bisher mit Microsoft und Logitech unterwegs. Und last but never least, der liebe Silent, auch nominiert für den Most Improved Player. Und hier haben wir auch wieder ein Player-Shield, ganz groß. Wir gehen natürlich auch rüber in den nächsten Gaming Room, denn da sitzen MTWler und die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Die Kamera muss jetzt schnell in den nächsten Gaming Room. Die beiden sind schallisoliert voneinander getrennt in wirklich hermetisch abgeriegelt. 80 Meter dicken Stahl, kann man so sagen. Und auf jeden Fall. Gibt es auch nur ein kleines Luftloch. Ja, wie man ihn nur in der Schweiz kennt. Richtig. Und ich frage, ist die Kamera schon da im Gaming Room Nummer Uno, ist das, wo die sind? Im ersten Gaming Room? Ja, da sind sie. Und das ist der Ash, der sitzt immer ganz weit außen, links außen wohlgemerkt. Gute Einstellung, muss ich sagen, als Hamburger. Ist ein bisschen genervt, der scheint immer so ein bisschen, nicht so positiv ins Leben reinzublicken, muss ich sagen, aber... Ja, er hat zu mir gesagt, dass er es in letzter Zeit ein bisschen leid ist, dauernd zu verlieren, aber das kann man ihm ja auch nicht übernehmen, da er schon ganz andere Seasons hinter sich hat. Ich glaube, der Kameramann hat ihm gerade eine Pistole hingehalten und gesagt, lächeln mal ein bisschen. Das war auf jeden Fall ein sehr gezwungenes, das ist ein Knight, den wir hier sehen, sehr konzentriert. Junge, schau mal in die Kamera, jawohl. In die Kamera. Der trägt ein Plantronics Headset und das wundert mich jetzt auch nicht, warum er gestern so miserabel gespielt hat. Ja, der hört ja nichts dann. Der Red sitzt in der Mitte damit, die Position des Team-Captains, um hier jedem Schwung zu machen. Jawohl, so gehört sich das für einen Most Valuable Player Nominee, der hier mit einem gekonnten Lächeln auftritt.
Schaut aber nicht mehr gerne in die Kamera. Na gut, er muss konzentrieren. Daneben sitzt Impi, auch in Schlagdistanz zum Team-Captain. Er will doch noch ein bisschen Einfluss nehmen vielleicht. Impi, haben wir zu ihm was? Jawohl. Das ist Impi. Die Brille hat sich beibehalten. Ich habe von vielen EPS-Spielern gesehen, seitdem sie ein bisschen im Rampenlicht sind, haben sich Kontaktlinsen hinzugezogen. Es gibt andere Leute, die legen sich dann eher eine Brille zu. Und ja, der Knight beispielsweise hat er jetzt mittlerweile Kontaktlinsen. Und das ist Voodoo. Immer ein bisschen unauffällig. Man merkt kaum, dass er da ist. Aber wenn er da ist, dann tut es direkt weh. Und dann hast du mit der AWP erstmal einen drin sitzen. Das ich finde, er hat zum Beispiel in der CT-Halbzeit hat er ein paar schöne Runden gehabt gestern. Also da hat er den Bisspot relativ sauber gehalten. Also bei ihm ist immer so ein wechselbarter Gefühl. Entweder er räumt alles weg, ja, dann steht er nichts mehr, wo er steht oder ist, oder er ist dann ein bisschen zu defensiv, verhält sich ein bisschen unklug und dann fällt auch. Aber im Prinzip, du kannst nicht besser spielen, als dein Team insgesamt drauf ist. Also auf jeden Fall. Kein Vorwurf an ihn. Wir also werden in das Spiel wechseln. Ich muss traditionell noch die Gamma etwas höher stellen für das In-Game-Gefühl, damit ihr auch wesentlich mehr erkennt als bisher. Und wir werden diesmal auf HLTV connecten. Ah, das wollte ich gekonnt verschweigen, aber... Ja, das wird man doch sofort sehen. Du hast es mir vorweggenommen. Aber warum kann ich hier nicht die rechte Maustaste betätigen? Was ist hier los? Geh mal in die Favorites. Ah ja, stimmt, okay. Das ist die wunderbare IP, die strenge Heimes. Kabel, die Map. Da bin ich jetzt mal gespannt, was sich MTW ausgesetzt hat. Natürlich ein bisschen... krass, wenn man immer erst so kurzfristig die Map bekannt gegeben wird, beziehungsweise gezogen wird. Das hat natürlich für beide Teams kurzfristig, aber gerade für MTW ist es vielleicht auch nochmal ein kleiner Nachteil, weil sie sich jetzt mit Impi zusammen nochmal neu auf eine Map einstellen müssen. Und ich bin mal gespannt, was sie sich da ausgedacht haben, ob der Impi jetzt irgendwelche schönen Taktiken von früher ausgepackt hat und sich da einfach sagt, Jungs, wir machen jetzt das und das, oder? Ich glaube, unsere Technik muss uns hier HLTV, einen neuen HLTV-IP geben. Vielleicht macht der Björn das mal ganz kurz. Zu deiner Frage nochmal ganz kurz. Der Raid hat es ja auch schon beantwortet im Interview. Also er wird nicht dieselbe Position einnehmen wie Nitro, den er ersetzt. Denn Nitro ist eher so der Bolzer, der haut einfach mal durch und zieht seinen Schuss durch und dann macht er da 3-4 weg. Der MP ist eher so, wer hat es gesagt, er beeindruckt eher durch taktische Vorgehensweise. So ungefähr hat das ausgedrückt, der Raid. Das heißt, er geht etwas langsamer vor. Ja, etwas kontrollierter, eher im Kopf als im Gefühl. Und entsprechend wird er nicht die Position von Nitro ausfüllen. Ich bin gespannt, wie sie dieses Loch stopfen wollen. Ich denke, dass sie mit Knight und Ash zwei Spieler haben, die Nitros Position einnehmen können. Und da können sie eigentlich schön variieren. Ich bin echt gespannt. Ja, wir brauchen eine neue IP und der... Anscheinend geht die. Ja, anscheinend geht sie nicht. Machst du nix? Dann gehen wir direkt auf den Server, oder? Sehe ich genauso. Ja. Sehe ich genauso. Ja. Okay. Oder? Seid ihr alle dafür, dass wir direkt auf den Server gehen? Siehst du? Begeisterung ist groß. Direkt auf den Server. Kabel wird gespielt. Freue mich drauf. Also auf Kabel freue ich mich jetzt nicht so, aber auf das Match vielleicht. Wieso nur? Ich meine, es ist ja jetzt schon eine Weile her, wo wir diesen Kabelmarathon hinter uns haben. Wo war das? Es war noch ein ENC-Fall. Ich bin immer noch geprägt. Trauma? Ja, so ein bisschen. Das zwei und Kabel sind so most hated irgendwie. Aber es sind immer diese beiden. Ich verstehe es. Du kannst irgendwie 10 verschiedene Maps in den Pool tun oder du kriegst immer... 5 haben wir. Wir haben nur 5. Ja, ich weiß, aber du kannst auch 20 reintun. Du kriegst immer das und immer Kabel. Ja, gehört einfach dazu. Du kannst auch 100 reintun. Da steckst du nicht drin, ja. Wie gesagt... Naja, machst du nichts. Gut, wir sind auf dem Server und bleiben da auch. Da kann unsere Technik machen, was sie will. Und entsprechend nochmal ganz kurz die Spieler. Für MTW am Start Knight, Impi, Ash, Rage und der Voodoo. Und für Okana haben wir den Gladdy, den Nuki, den Silent und den Black zusammen mit Rappi. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen Game Sound. Das wäre wunderbar, liebe Regie. Ein bisschen Game Sound. Haben wir den schon? Naja, da haben wir den Game Sound. Ich tue mal meinen wunderbaren Ohrhörer rein. Ein Ohrstöpselchen. Thorsten lobt mich direkt dafür, finde ich schön. Und wir können eigentlich den Map Restart und den Round Restart einfordern. Beide Teams hatten jetzt ausreichend Zeit, sich vorzubereiten, sich warm zu spielen. Da gibt es keine Komplikationen. Also denken Sie, sie spielen schon locker 45 Minuten an den Rechnern, wenn nicht noch sogar noch länger. NCW war schon was länger da. Und also da sind beide Teams optimal aufgewärmt, gehen gut vorbereitet in dieses Match. Auch wenn natürlich die Map Kobble erst eben gezogen worden ist. Also sie hatten jetzt aber trotzdem ein bisschen Zeit, sich taktisch
einzuweisen oder einweisen zu lassen von ihren Team-Captains, was denn hier passieren soll. Und natürlich auch diese Team-Attacks. Ich meine, ich kritisiere die ja immer so ein bisschen, aber letztendlich dienen sie auch so ein bisschen fürs Aiming und so. Und du hast einen Gegner, der ein bisschen mehr aushält. Also. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie ist es ja schon so Gewohnheit, dass dann den Teams noch versuchen abzugewöhnen, ist schwer. Hier sehen wir nochmal den Map Restart. Das ist nochmal erstmals. Die Seiten sind auch schon klar verteilt. Hier wird eine Münze geworfen. Und Okrana beginnt als Defender, MTW als Attacker. Da muss jetzt vieles stimmen bei MTW in der ersten Runde, in der ersten Halbzeit. Und wir starten das Match. Zwischen Okrana und AT ist das erste Match im Lower Bracket. Für beide Teams geht es hier ums Ausscheiden. Und das ist nochmal ein Applaus hier von euch bitte für Okrana, für MTW. Denn für beide geht es hier um alles. Vierter will hier keiner werden, das ist klar. Beide Teams in der Tradition, kann man sagen, für EPS Finals und beide wollen also dieser Tradition anknüpfen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Team Umbrella, dass es die Finals gewonnen hat in der letzten Saison. Oder das Team Okrana als solches. Aber genau. Ich denke, ganz interessante Konstellation, die wir hier haben und wir verfolgen die Attacker und es scheint schnell zu gehen. Mein Gott, was für eine ungewöhnliche Runde, es geht sehr schnell auf den B-Spot und dann geht's auch schnell wieder zurück. Da haben sie eine Grand eingefordert, das hat ein bisschen weh getan, nicht zu sehr. Impi hat direkt die Bombe, also irgendwie haben sie direkt die Verantwortung aufgedrückt, aber Raid hat sich natürlich damit ein paar Freiheiten erkämpft. Wahrscheinlich haben sie auch Impi die Bombe gegeben, damit er einfach zum Spot gehen muss, ja, kann also keine verrückten Sachen machen. Und es geht sehr laut, sehr schnell hier, von links nach rechts. Sie haben jetzt, oh, es geht komplett wieder zurück. Jungs. Also, sie haben jetzt versucht, den Gegner zu verwirren und die denken, dass wir denken, dass ich denke. Und ich denke, das Spiel könnte aufgehen, aber mittlerweile sind die Defender, ich glaube, weit verteilt in ihrer Verteidigungslinie. Jetzt haben sie in der Mitte geschossen, es geht wieder links aus. Wir schauen die Verteidigung an, wo Ash ganz weit vorne. Und jetzt geht's raus, oder? Okay, so viel. Wir fordern ja immer Rotation, wir fordern immer taktische Umstellungen, auch während des Spiels. Und das, was MTA uns hier zeigt, ist sicherlich eine Art, wie man es machen kann. Ja, eine sehr anstrengende Art auf jeden Fall, aber du kennst die Map, lustig. Du lernst die Map kennen, gehen sie jetzt raus? Ja, nee, ist doch nicht so einfach, oder? Ja. Das wäre zu einfach. Also ich glaube, Okrana denkt, sie hören Geräusche oder sowas und werden jetzt komplett jeck. Sie haben noch keine Grand geschmissen, das heißt, jetzt können hier die Flashes kommen. Jetzt können sie aber nicht mehr zurück. First Frag, Rippy, der hat sich nicht verwirren lassen. Er schlägt nach. Nuki aber trotzdem auf den Posten. Der muss eigentlich haben. Knight nach dem Frag. Aber Black ist auf dem Spot. Kann ich schön von hinten noch ein bisschen aufräumen. Rippy mit 6 Hitpoints hier gegen Black, der 83 hat. Und das hat alles nichts geholfen, diese Verwirrung. Erste Runde, Okrana, ATI. Da standen sie einfach sicher. Ich meine, ganz im Ernst, das hörst du einmal, du hast zweimal diese Fakes, aber irgendwann bleibst du halt einfach stehen und wartest ab, was passiert. Du bewegst dich nicht mehr rum. Und dann haben sie keine Flashes und überhaupt nichts geschmissen. Und das ist natürlich ziemlich fatal, wenn dann rechts und links einer steht da auf dem Spot. Ich bin gespannt, wie unsere Leuchten das analysieren werden. Also das, darauf freue ich mich. Und wir schalten rüber wieder zu den Attackern. Das muss schnell gehen. Also dass sie als Attacker jetzt die Pistolenrunde verloren haben, ist ein wenig tragisch. Vor allen Dingen, nachdem sie dieses katastrophale Spiel gemacht haben gestern gegen Mouseboards. Jetzt also wieder, ich will sagen, die Luft raus, aber sie werden sich jetzt anstrengen müssen, hier nicht wieder so unter die Räder zu kommen. Okrana spielt ihren Freestyle runter. Ja, den man aber eher mal als Attacker kennt. Oh, da hat einer ein bisschen was abbekommen. Es war Silent, der hier nicht mehr ganz so viel hat. Repi dreimal mit MP5. Und Black macht die nächste Runde, damit 2-0 für Okrana ATI. Und das natürlich nur konsequent nach der gewonnenen Pistolenrunde, weil wir es schon anders gesehen haben im Match gestern, Okrana gegen 64. Da hat 64 die zweite Runde abgegeben. Etwas bitter. Ja, was man aber trotzdem sehr, sehr selten sieht. Auch eine nächste Eco-Round, denn Bombe konnte nicht geplantet werden von den Attackern. Sie kamen nicht mal in Reichweite eines Spots. Nuki First Track geht schnell raus. So, da geht Nuki down, hat er einen Headshot abbekommen mit der Glock. Die ist noch relativ gefährlich, vor allen Dingen von Voodoo, der mit Pistols immer ganz gut kann. Aber trotzdem ist ja noch Doppeldeckung auf die Bombe, hinten in der AWP und vorne der Black. Ah, wie gerne mit Black einfach hingehen. Einfach, komm her, zack, ja, jawohl. Einer, zwei, bald kriegt er. 3-0. Und das ist nochmal ein Applaus nochmal hier bitte von unserem Publikum, die
ich muss sagen, nicht gerade Okraner sympathisch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das Publikum gestern war ebenso. Ich denke, viele waren gestern auch schon da. Aber Okraner scheint hier nicht so zum Publikumsmagneten zu avancieren. Was ja, ich glaube, Gadi ist auch eine sehr polarisierende Person. Ich wollte es jetzt nicht nur am Gadi festmachen. Da sind ganz viele andere großartige Spieler mit dabei. Ah, wie sich das ändern kann. Aber letzte Saison war Okraner noch hier Favorite. Der Publikumsliebling. Everybody's Darling so ein bisschen. Und bisher jeden Attack durch die Mitte versucht, außer jetzt halt in der zweiten Runde den Rush über links. First Track Knight, schön hier oben ausgehebelt. Die Flash kam schlecht. Oh, Ray mit dem Self-Frag. Mit Frag gegen Impy. Team-Frag, schlecht gemacht. Ausgerechnet er. Den zweiten gemacht, hätte ich ihm verziehen. Aber jetzt in der 1 gegen 3 Situation viel zu unbeherrscht, wie sie hier vorgehen. Ash, Last Man Standing, 80 Hitpoints left. Da kommt eine Gren, Flash war das. Zweite Flash. Jetzt wird er runtergegangen, 51 Hitpoints hat er noch, durch die Grand, die ihm noch kam. Und von hinten kam der Black. Also 4-0, Okraner gewinnt auch Runde 4. Und jetzt nimmt das wieder ähnliche Züge an wie am gestrigen Abend. Bitte bewahrt uns davor. Auf jeden Fall. Also gerade wenn man die vierte Runde hat verliert, aber dann wünsche ich mir, wenn sie eine Runde holen, dann bitte die vierte, damit sie dann für die nächste Runde noch motiviert sind. Ich muss vorstellen, drei von diesen Spielern, oder zumindest zwei, die jetzt ja hier spielen, fahren nächste Woche nach Dallas, um ein großes Turnier zu spielen. Und aber so wie sie sich hier präsentieren, wird das nichts. Also da ist auch kein Ehrgeiz irgendwie momentan vorhanden, es besser zu machen. Hier sehr schön, gekauft. Der mit AK. Gekauft, trotzdem. Ja, gegen AK. Bombe nicht geplantet, wollen aber jetzt hier nicht direkt 5-0 in Rückstand geraten. Haben auch ein paar Fracks gemacht, in der Runde 2, glaube ich, waren es. Black Down. Sie hätten jetzt auch eher mit einer Eco-Round gerechnet. Deswegen auch etwas offensiv aufgestellt in der Mitte. Die CTs. Es geht schon wieder durch die Mitte. Also, warum ist jetzt hier so? Ja, es kommt immer darauf an, wo jetzt beispielsweise Black, der als Springer fungiert, der gerade über rechts kam oder der auch links am großen Spot ist, wo der steht. Kommen die Grants runter, Nuke macht den Frag, alle blind, Knight, Ash, Raid, Nuke macht den zweiten, hat seinen Spot hier sehr gut gedeckt und das ist eine souveräne Runde von Okraner, ohne Verlust, bis auf Black hier zuvor in der Mitte, aber diesen Angriff erfolgreich abgewehrt. Wann begreifen die Jungs, dass es hier durch die Mitte nicht geht? Die stehen sehr gut, warten ab, bis sie was sehen, die CTs, und dann kommen auch schon die Grants geflogen. Sehr viele Flash, sehr effektiv. Und dann ist auch MCB auch nicht aggressiv genug, einfach den Rush rauszuwagen, bevor die Grants kommen, bevor du einfach bewegungsunfähig bist. Das ist nicht der richtige Weg. Natürlich Eco-Round jetzt hier, schnelle Runde. Black kann ein bisschen was für sein Konto tun. Da darf jeder mal. Und wieder Voodoo mit seiner Glock, 6-0. Okraner scheint hier ja sich auf den Farben zu bewegen, die Raid eben noch verurteilt hat im Interview. Nämlich Gladi meinte im Interview, das wird ein Bash. Ja. Ein ganz schmerzvoller, eine Demontage, glaube ich, hat es genannt. Ja, man sieht schon, Okraner steht sehr, sehr offensiv. Also wie sie jetzt zur Zeit Black und Gladi jetzt direkt vorne am Spot standen. Aber ich finde es sehr schade, dass ein Team auf den ESL Pro Series Finals, der traditionellen Veranstaltung mittlerweile schon, so auftritt. Also ich würde mich in Grund und Boden schämen, würde versuchen, das Preisgleichgewinne den Fans irgendwie zu geben, um mich zu entschuldigen für katastrophale Leistungen. Denn das grenzt fast an Arbeitsweigerung. Vielleicht kein Voodoo mit seiner AWP. Er ist ja unscheinbar, aber wenn er auftritt, wie gesagt, dann wie ein kleiner Hurricane, dann macht er seine Frags. Und jetzt weiß Okraner sicherlich auch, hey, das ist keine Echo. Deswegen ist ja auch kein offensiver Black zu sehen in der Mitte. Ja, deckt hier die Mitte. Impy haben sie jetzt mal vorgeschickt, um ein bisschen Radau zu machen. Impy und Raid, null Frags. Null, zero, nix. Beide ausgerechnet, der Team-Captain und der ehemalige Team-Captain mit nichts in der Hand, außer ihrer Demontage zurzeit. Silent mit einer interessanten Position, denn oft wird den Attackern geholfen, auf diese Kiste zu kommen, um eben hier hochzuschauen. Aber das scheint hier momentan nicht der Fall zu sein. Silent weiß auch nicht genau, was er davon halten soll. Es scheint keine Attack durch die Mitte zu haben. Aber wenn wir sehen, wie gut die hier in der Mitte aufgestellt sind und auf Richtung A-Spot, also
da war es immer irrsinnig, da überhaupt irgendwas zu suchen. First Track von Impi, jetzt sehen wir, die CDs bewegen sich Richtung B-Spot und da sind sie mittlerweile durch. Sie müssen jetzt aber Richtung Tor gucken, ganz wichtig, jetzt sind die Smokes schon Tor. Sie müssen aber jetzt verhindern, dass zu viele CDs auf den Spot kommen. Black ist schon drauf, Night Down. Braid macht seinen ersten Frag. Ganz wichtig ist, dass die AWB hinten eben down ist. Braid macht seinen zweiten Frag. Und jetzt ist nur noch Rippy, der mit 89 Points gegen 4 Verbleibende eigentlich den Rückzug antreten kann. Bombe wird jetzt geplantet werden, wurde schon geplantet. Und aber Rippy hat ja genug Geld auf dem Konto, er kann es auf jeden Fall versuchen, er kann locker nachkaufen. Also was er hier macht, ist hier sinnvoll, er wartet einfach, bis jemand zu ihm kommt. Er geht nicht zu jemandem, das ist die bessere Alternative. Da hat er jemanden gerade springen sehen. Aber er geht hier keinen. Es sieht aus wie die erste Runde, wenn nichts mehr schief geht. Ich glaube, die ist nicht mehr zu nehmen. Und das ist die erste Runde für MTW und dazu bitte einen Applaus, der uns bestätigt, dass es jetzt aufwärts geht für MTW. Und jetzt bitte nicht direkt wieder die nächste Runde verlieren. Das ging gestern gegen Mousebots genauso. Da holen sie endlich eine Runde. Ich glaube, beim Stand von 12-1 oder ja, 13-1. Hier ist es jetzt ein bisschen früher schon. Also da können wir beide auch noch hoffen. Also 9 Runden wären drin für MTW. Also 9-6 können sie hier doch noch die Halbzeit gewinnen. Ich meine, wir sind jetzt nicht unbedingt MTW-lastige Moderatoren, aber wir sind halt so ein bisschen für Spannung im Game. Das macht uns auch ein bisschen mehr Spaß zum Zuschauen. Ich denke, euch auch. Ja, und jetzt hoffe ich mal, dass sie nicht wieder durch die Mitte gehen. Also die Mitte ist wirklich extrem gut gedeckt mit Silent und Rappi war das da, glaube ich. Und rechts der Gang ist eben auch noch gedeckt. Ich denke, da haben sie wirklich auch gelernt von den Attacks von MTW. Geht nicht wieder durch die Mitte. Also warum sie so total fahrlässig und bescheuert agieren, ich weiß nicht, ob da die falsche Taktik angesagt wird. Ja, aber was sie auf der anderen Seite machen können, ist versuchen, wenn jemand schon so offensiv ist, dass sie eins nach dem anderen rausholen. Ja, das ist ja keine Offensive von Okraner. Die sind ja alle schön auf den Defender-Spot verteilt und da geht keiner nach vorne. Und deswegen muss MTW kommen und wenn MTW kommt, hat Okraner meistens die richtige Formel, um diesen Attack durch die Mitte abzuhalten. Also nach links über den B-Spot, das hat mir bisher am besten gefallen. Selbst in den Echos konnte Voodoo zweimal mit der Glock da jemanden rausholen. Also das ist der sicherlich bessere Weg. Sollte man auch nicht zu oft machen. Oh, da ist ein AWP am Start. Kommt die Smoke, es geht schnell. Night down. Also down ist falsch, sondern blind. Rep jetzt aber First Frag gegen Impi. Der ist down. Ab durch, in der Mitte war das. Sah so aus. Und jetzt gehen wirklich alle auf den großen Spot. Und auch bei den Defendern sieht man, dass der B-Spot attackt wird. Nuki down, Zion müsste auch gleich auf den Spot kommen. Oh, Gladi. Nee, Gladi gegen Voodoo mit AWP. Also da hatte Voodoo... Entweder, er hat eine neue Maus, hat er gesagt. Er spielt jetzt mit der Microsoft 1.1 und da hat die Sense nicht ganz richtig eingestellt für sich. Sah so ein bisschen danach aus. Da hat er viel zu weit rübergezogen. Rippy ganz souverän, wer hier auftritt. Trotzdem 2 gegen 2, Situation, Bombe geplantet. So, Rippy gegen Ash, es ist Raid mit AWP. Der muss jetzt aufpassen. 2 AWPs hat er liegen. Muss in den Zoom kommen. Tut er jetzt, muss er auch haben und hat er nicht. Bombe wird ganz einfach diffused werden und dann ist das Runde 7. 7-1, Okraner baut die Führung weiter aus und noch ist hier der Sieg drin für MTV. Ja, in dieser Halbzeit auf jeden Fall und generell sowieso, aber da sieht man schon diese Fahrlässigkeit, der Raid, den hätte er normalerweise haben können, also haben das, müssen eigentlich. Sagen wir so, selbst wenn er taktisch irgendwas schief läuft, die Einzelperformance, selbst von einem Raid, der immer die Fahne hochgehalten hat für sein Team, die ist heute nicht vorhanden, ganz klar. Muss man so sagen, das ist schade, wenn man so einen großen Spieler so versagen sieht in diesem Moment. Also gerade wenn es dann darauf ankommt, auf den Finals, da nicht fit zu sein. Sehr schöner Frag hier von Voodoo. Gegen Nuki. Und dann werden sie auch ein bisschen fahrlässig. Die haben sich die ganze Runde da nicht zeigen lassen, wenn der Equipped Round am Start war. Haben vielleicht wieder gedacht, dass eine EQ kommen müsste, aber die Bombe war ja geplant. Also eigentlich könnten sie sich das ausrechnen, haben aber halt kein Messer im Team, um irgendwie das Geld im Kopf zu sortieren, das so regnet. Ja. Trotzdem jetzt noch 2 Spieler hier auf dem Spot von Okraner. Das ist einmal Rappi und Zeigend. Und bei Zeigend wissen wir, dass er sicher wieder von rechts auf die Rampe schaut. Gladi mit AWP, das war... Ja, wo war das? Ja, das war am B-Spot. Das ist richtig. Da ist Gladi mit AWP aufgestellt. Gladi... Dem ich jetzt die AWP-Position
nicht so souverän zugetraut, wie er sie jetzt ausfüllt. Ich hätte ja gedacht, das macht der Sargent. Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. Er hat sich aber eher für die offensive Position in der Mitte entschieden. Geht runter. Ach, schon wieder Voodoo. Also wie gesagt, der Junge, wenn er losgeht, dann richtig. Und jetzt sind auch mal ein paar Grands geflogen von den Attackern. Jetzt werden sie hier nicht permanent gebrandet, aber schön vom Rappel hier gegen Raid, der von außen kam. Überhaupt nicht aufgepasst. 3 gegen 3 Situation. MP mit der Bombe. Und jetzt versäumen sie den richtigen Moment, um zu attacken, um Okrana weiter unter Druck zu halten. Denn Okrana kann sich jetzt hier schön wieder aufsplitten und kann beide Spots verteidigen mit 3 Mann. Und Voodoo muss aufpassen auf Repi, der über rechts gefährlich wird für ihn. Hat schön, er, nice. 3 Frags, alle von Voodoo. Schön, 10 Applaus für ihn. 3 gegen 2 Station, 1 Mann, Überzahl, Baum muss gepannt werden, Black muss es heraus. Gleich ein bisschen nachrücken mit AWP. Hat's nicht gleich, da die Smoke hier direkt vor diesem Eingang blockiert ist. Schön aufgepasst, gleich die Last Man Standing, muss sich zurückziehen, ist dabei nicht laut, damit er nicht verfolgt wird. Und mit aller Ruhe zieht sich der Team-Captain zurück. Ist dann recht, aber wie gesagt, es sind 15 Runden zu spielen und noch ist hier der 8-7-Sieg in der ersten Halbzeit für MTW drin. Kobbel an eine wirklich durchwachsene Map. Ja, aber man sieht, sie können es auch noch. Sie können wirklich als Team agieren und wenn dann die Spieler wieder zu alter Form auflaufen, wie wir das jetzt gerade bei Voodoo gesehen haben, dann funktioniert das auch. Das ist die zweite Runde, 7-2, 2-7 und zu Recht gibt es hier den nötigen Applaus. Vielleicht bekommt MTW ein bisschen was davon mit, auch wenn sie in 80 Meter Stahlbeton irgendwie sitzen und sich auf das Spiel konzentrieren. Dennoch, gute Schwingungen sind vielleicht auch beflügelnd für das Team. Auf jeden Fall, also wenn man da den Applaus hört, dann gibt das auf jeden Fall Gas. Wir bleiben mal ein bisschen bei Impi, schauen, was er denn dazu beiträgt, dass sein Team hier... Er ist übrigens immer noch besser aufgestellt als Raid mit 3 Frags. Impi hat 4. Also so viel dazu, dass Impi 10 Jahre kein CS gespielt hat. Diesmal nimmt Impi die Position an, die in der letzten Runde eben Knight hatte. Knight hatte sich da viel zu schnell wegholen lassen. Also Koppel ist natürlich nicht leicht zu spielen als Attacker. Aber... Es sieht auch nicht so ideenreich aus, das Spiel, das MTW an den Tag legt. Es geht wieder langsam Richtung B-Spot. Aber das ist noch nicht so ganz secure. Wir kennen ja die erste Runde von den Jungs. Ja, die war, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Viele Smokes. Schön, ja. Gladi den Sicht versperrt. Da hat Raid eine schlechte Gwen geworfen. Oh, wow. Damit den Rush seines Teams verhindert. Impi down. Black hat da schön gewartet. Zweiten Frag kriegt er auch noch Raid down. Also Impi hat, Raid hat hier diesen Verlust verschuldet durch eine schlechte Gwen, weil der Rush direkt aufgehalten ist. Was ist mit dem Jungen los? Was ist mit dem Jungen los? Raid mit einem Gwen. Glücklicher Frag gegen Luki. Sie müssen auf die AWP aufpassen. Links, da steht der Gladi, rechts steht der Rappi. Und Ash, Knight is last man standing. Und Silent bekommt, aber Gladi hat er im Rücken. 8-2. Und trotzdem muss man sagen, dieser Verlust dieser Runde hat was. Oder kann Raid auf seine eigene Kappe schreiben? Da. Ja, reines Selbstverschulden, auf jeden Fall. Also da hat der Gegner auch nicht übermäßig gut defendet, sondern haben sich einfach Knüppel zwischen die Beine geworfen. Also was mit dem Jungen los ist, das müssen wir auf jeden Fall mal hinterfragen nach dem Match. Ja, die wieder die übliche Position. AWP wieder von Gladi. Und das ist eine Eco around von den Attacker. Wir schauen ein bisschen, was Gladi so macht mit seiner AWP, ob er da ein bisschen was fischen kann. Im Teich der Wehrlosen. Bisher nur einer raus jetzt. Ah, den wieder haben. Silent wohl Voodoo. Oh, 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 Gladi kriegt den Headshot, aber da gibt es ja noch ein bisschen was an Hilfe. Knight kommt ganz weit nach vorne. Trotzdem, Gladi passt auf mit USP. 9-2. 11 Runden gespielt. Der Sieg der ersten Halbzeit ist auf jeden Fall schon mal Okrana sicher. Und dennoch wäre es mir jetzt ganz lieb, wenn die nächsten 4 Runden an MTW gehen, durch welches Wunder auch immer. Und dann hätten wir eine halbwegs moderate zweite Halbzeit zu erwarten.
Ja, also sonst, wenn sie mit zwei oder drei Runden nur in die zweite Halbzeit gehen, dann eventuell noch die Pistolen runterführen, dann sehen wir so ein kurzes Spiel wie das gegen Mausports und das wäre dann doch schade. Wir sind ja auch hier, also um ein spannendes Spiel zu sehen. Oh, Flash. Von seinem eigenen Teammate, das war nicht so gut abgesprochen, Voodoo down, kann die Zeit nicht nutzen, um hier zu defenden. Oh, da ist auch beinahe diesen Strauch da verwechselt mit einem Gegner. Und da es jetzt über den B-Spot doch dicht geworden ist, versuchen sie es jetzt hier wieder durch die Mitte. Aber das ist einfach zu absehbar, da ist auch keine Innovation drin in dem Spiel. Die sind jetzt sehr laut, Zahlen weiß genau, was hier passiert, Deckung zu zweit. Und jetzt muss es schnell gehen, da müssen die Grants kommen, ganz wichtig. Und die Grants kommen natürlich aber von der anderen Seite. Jetzt haben sie ein bisschen für Stress gesorgt, wollen die Defender rauslocken. Knight down, zu viel gewollt. Ja, Knight hat sich wahrscheinlich da auf die Kiste gestellt. Und da konnte den Zeigern sehr gut wegholen. Jetzt kommen die Grants, aber eigentlich können sie diesen Attack schon mal nicht mehr konsequent durchziehen. Anhand der Grants weiß Ukrainer, wie viele Leute mindestens kommen. Voodoo kann weiterhin mit AWP glänzen. Die Flashes verhindern aber eine konstante Deckung. Repi macht seine Frags schon wieder gegen Raid. Ja, Raid ist wieder zu weit nach vorne gegangen. Er ist alleine rausgesprungen. Auf Ash kann man sich noch verlassen, auch wenn es ein letztes großes Turnier sein wird. Voodoo schon wieder. Und blind. Wir sehen gerade Black, der von hinten kommt. Der wird jetzt hier gleich den... Repi ist es. Repi ist das. Repi. Den Ash wegholen auf der linken Seite. Wow, Voodoo wird erstmal leiden. So ist es, da haben sie überhaupt nicht aufgepasst. Repi konnte den zwar nicht kriegen, aber zumindest stark ankratzen. Ash, 16 Points. Und da kommt Gladi, 10 zu 2. Es sieht einfach vorne und hinten gut aus, was Okrana macht. Allein diese 3-Mann-Deckung in der Mitte ist hier ihr Allheilmittel für schwach angreifende MTBler. Ja. Allein wenn sie über B gehen, also auf den B-Spot, über links, dann ist der Gladi einfach da und beschäftigt einfach 5 MTBler, wenn sie da rausrushen. Und in der Zeit haben sie die nötigen Defender nachgerückt aus der Mitte. Ja, aber auch in der Mitte, das war so auseinandergezogen. Raid war schon wirklich vorne an der Rampe und Voodoo stand noch unten im Durchgang. Ash, diesmal mit Deagle erfolgreich. Voodoo hat auch noch eine Chance hier. Change of Deagle. Vielleicht macht er seinen Frag noch. Bisher hat er in jeder Runde eigentlich einen Frag gemacht, in der Pistolenrunde. Reicht nicht. 11 zu 2. Es ist, oder es sieht nach dem zweiten Debakel aus für MTW und das sind ganz klare Auflösungs... Es sind nicht nur Auflösungserscheinungen, es ist die Auflösung. Es ist das Ende dieses Schade. Teams. Ich bin gespannt, was mit MTW, was mit Voodoo passiert und mit Knight. Ja, Voodoo ist noch mitgegangen zu Atax, oder? Ja, nicht Voodoo, Knight, mit Ash und Knight. Ash und Knight, richtig. Also Ash wissen wir jetzt. Ash wird dieses Turnier als letzte Herausforderung sehen. Man muss sagen, er macht auch die Frags. Also er hat auch hier 11 Frags. Raid hat 4 Frags. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Meine Freundin ist jetzt erstmal nach Spanien geflogen gestern und vielleicht ist das demotivierend, aber... Naja, ich weiß nicht. Sowas kann man ja nicht wirklich als Entschuldigung nehmen. Auf gar keinen Fall. Nuki zweimal. Das ist eine Equip-Ground und auch da läuft nichts mehr zusammen. Also ich denke, hier ist die Luft raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid um uns, um die Zuschauer. Ich finde... MTW sollte das Preisgeld spenden an die Es geht nicht mehr e.V. oder so. Keine Ahnung, was die machen, aber es würde auf jeden Fall. Oh, Gladi, was geht denn mit dir? Aber Repi rettet das Ganze 12-2 und es ist eine beeindruckende Demonstration. Wenn man das jetzt aber sieht, dann ist der Sieg von Mausports gestern sehr viel besser einzuschätzen, denn ich muss sagen, es wurde Mausports nicht allzu schwer gemacht, wenn Ukrainer auch in diesem Fall so ein Ergebnis. Hohes Ergebnis einfährt, dann ist dieser Sieg vor allen Dingen auf MTWs Mist gewachsen. Ja, auf jeden Fall. Wobei man eben durch dieses erste Spiel von Mausports ganz schlecht einschätzen kann. Ja, wie gesagt, das habe ich da so ein bisschen versucht zu sagen. Okay, da habe ich das jetzt auch kopiert. Also bei Maus, glaube ich, das erste wichtige Spiel wird sein gegen 64. Das kommt direkt im Anschluss und da erwarten wir ein wirklich hochklassiges Match. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das jetzt schon versprochen habe dieses Wochenende, aber... Irgendwann muss ich ja eintreffen, genauso wie meine Lottozahlen am heutigen Samstag. Knight first track, diesmal sieht der Angriff mit der Mitte etwas besser aus. Zahl in 82 ist blind. Es geht jetzt offensiv raus, mein Gott, guck du nach rechts!
Also wie kann man so blind... Und jetzt kommt Rappi wieder von hinten, aber diesmal hat den Raid geholt. Kann mal jemand die Pferdeklappen da vom Voodoos Kopf entfernen? Das ist auf jeden Fall... Ja, er muss sich auf seinen, Teammates vergessen. Ich meine, das war die dritte Runde, Fantasy 12-3, erste Halbzeit vorbei. Und es ist doch alles drin in diesem Match. Es ist spannend, es ist... knisternd und noch ein paar Schlagworte. Es ist, schön. Incredible. Nice one. Headshot und so. Was machst du denn da? Da machst du nichts, wird das Sven jetzt sagen. Wicked, es ist wicked, genau. Das ist das Wort, das wir gesucht haben. Ja, und also was bleibt uns zu sagen, außer sowas haben wir auf Finals noch nicht. Wenn wir über Finals gesprochen haben, dann haben wir über die Matches geredet, die man nur zweimal im Jahr sieht, und zwar auf den Finals. Es waren knisternde, es waren super Matches, es waren hochklassige Matches. Ich kann mich an ein Match erinnern, was vielleicht auf dem Niveau war, und das war das Match User Bracket zweite Runde bei den letzten Finals Mausports gegen Atax auf Kabel. Okay, das war aber auch dann meine Fresse. Aber selbes Phänomen, Atax auch ein aufgelöstes Team. Naja, ja. Man muss sagen, da sowas muss es zu verhindern geben in der nächsten Saison. Also sowas will ich nicht wiedersehen. Wie dem auch sei, wir erwarten MTB zurück, gestärkt. Vielleicht geht jemand hoch, vielleicht in weiblicher Form irgendjemand und massiert die Jungs mal kräftig durch oder so. Und vielleicht bringt's das, ja. Ich würde mittlerweile wirklich alles tun, damit die Jungs... Aha. Ja, schon, oder? Ja. Und wenn ich mich selber hinsetzen muss, um das zu spielen, also das geht ja auch nicht klar. Na gut, wir... probieren's. Vielleicht wiederholen wir das Match im Kicker-Turnier oder so. Ja, oder bei Herr der Ringe, Schacht und Mittelerde. Vielleicht geht's ja im Strategiespielen. Vielleicht können wir nochmal mit der Kamera. Ich weiß nicht, ob die beweglich ist. Da ein Kameramann? In welchem Gaming-Room sind wir da? 64? 64, oh, sorry. Kann man da ins Gesicht von Gladi gucken und schauen, ob der sein suffisantes, böses John Wayne-Grinsen drauf hat? Wenn John Wayne gerade 20 Indianer umgeknallt hat, so pam, pam, pam. Genauso müsste Gladi jetzt einfach schauen, glaube ich. Ist auf dem Weg, sehen wir es gerade. Noch kein Restart bitte, genau, zwei Minutes noch. Ja, Cowboy-Hut fehlt auf jeden Fall noch, denn John Wayne hat nicht so einen Pilz auf dem Kopf. Komm, Gladi. Ja, da war's. Siehst du, da war's ein bisschen. Na gut, also er will's noch nicht zu früh anbringen, dieses Grinsen, aber... Vielleicht kann man rüber zu MTB gehen, ganz kurz, wenn die Kamera da mal rüber gehen möchte. Dann schauen wir, wir haben noch ein oder zwei Minuten Zeit, bevor es hier mit dem Restart losgeht. Und wir schauen uns nochmal die Gesichter an. Wir fangen nochmal die Emotionen ein, die dort ja ausgefahren werden, ausgesprüht werden. Ja, so ich glaube, die sind so dermaßen emotionslos. Also ich meine, was soll da noch kommen? Ich glaube, Impi freut sich. Ich war besser als Ray. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schauen wir ganz kurz rüber. So, schauen wir bitte ins Gesicht. Ganz tief ins Gesicht von Rage. Das ist der Dritte. Der Dritte von links. Der Dritte von rechts. Das ist relativ einfach zu finden. Ja, deine Mitte halt, oder? Einfach mal direkt rein ins Gesicht. Direkt vor das Gesicht einmal rein. Ihn von vorne sehen, wenn es geht. Oh ja, das sieht... Der lässt sich da überhaupt gar nicht provozieren. Komm, Impi mal schauen. Jetzt ist ja bester deutscher Spieler, jetzt der Saison. Impi einmal nochmal. Dann haben wir eigentlich die beiden Teamleader. Und er ist ein bisschen blasser geworden. Er ist dann auch so nicht gerade... der farbigste Mensch, aber ist gealtert. Ich glaube, ein graues Haar entdeckt zu haben. Na gut. Also, ich glaube, das reicht. Die beiden Spieler oder das ganze Team ist versteinert, möchte ich sagen. Und vielleicht schaffen sie ja nochmal das Comeback. Ich denke, es wird nicht daran liegen, dass sie Counter-Strike verlernt haben, aber da gibt es natürlich unzählige Faktoren, die man aufzählen kann. Aufzählen muss, das Ganze wird im Nachinterview passieren. Zwischen beiden Counter-Strike-Matches haben wir die Verleihung der ESL Pro Series Awards. Da wird also festgestellt, wer waren die Schlüsselfiguren dieser ESL Pro Series Season 5. Und danach gibt es das zweite Match, Mouseboards gegen Team 64 Army. Ich denke, das ist jede Menge Programm, für das es sich lohnt, dran zu bleiben. Wir machen den Restart. Sind im Match zurück. Und ich hätte gerne zum jetzigen Zeitpunkt von euch einen Applaus für MTB und sicherlich auch für Okraner, vor allen Dingen für MTB, dass sie zurückkommen, dass sie uns zeigen, dass sie Counter-Strike beherrschen und es nicht verlernt haben. Das ist ja auch unsere These so ein bisschen. Ja, ich meine, man holt ja generell auf Kabel nicht so viel Attacker-Wins, aber das waren jetzt, also die drei Wins waren jetzt doch schon ein bisschen wenig. Also auf Kobbel, wenn du mit 6 rein nach Hause fährst, dann hast du noch eine Chance in der zweiten Halbzeit. Aber alles unter 6 ist halt so. Danke, bye bye, adios.
Das ist der Valor Restart. Wir machen das Go, bleiben bei den Tackern. Das ist Okrana und sie werden uns mit dem Freestyle und der individuellen Klasse, das ist ja das Wort, was bei Okrana immer ganz groß geschrieben wird, begeistern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Wenn das mit MTB nicht so tragisch wäre, dann hätte ich richtig Spaß an der Spielart und Weise von Okrana. Sie schaffen es einfach mit persönlicher Klasse trotzdem noch ein Kollektiv zu bilden und gemeinsam dann ihre Taktik durchzuziehen. Da kommt die, es ist kein Hin und Her, es ist ein straighter Go auf den B-Sports. Schöne Flash von MTW. Ob der so straight war? Doch, jetzt geht's raus. Wo ist die Defense? Ist die Frage. Wer macht den First Track? Voodoo ist blind. Impi trifft nichts. Impi trifft überhaupt gar nichts. Da kommt der Gren. Läuft genau rein. Hätte er besser als Knife gezogen, aber... Knight muss sich da ganz weit zurückziehen. Oh, wow, wow. Da fehlt auch die Absprache. Warum sagen die nicht an, dass sie schon in der Mitte durch sind? Und was macht Raid hier? Der ist ja komplett deplatziert. Aber das ist ja schon im ganzen Match oder am ganzen Wochenende. Trotzdem 3 gegen 2 Situation, ein Mann Überzahl. Das haben sie jetzt sehr glücklich erarbeitet. 13 Hitpoints bei Black. Hat also und, Bomb und ist sehr schwer auf den Spot zu kommen. Ja, und Raid könnte jetzt genau richtig sein. Also sie erahnen ihn schon ein bisschen. Oh, beide! Oh. Beide! Der Repi und... Das gegen Raid und Voodoo. Da ist es nur noch der Knight. Der hat 35 Hitpoints und sie wissen genau, wo sie ist. Black kommt trotzdem auf den Spot, trotz 13 Hitpoints. Was ist da los? Rappy down. 3 Hitpoints. 3 gegen 13. Das ist doch ein fairer Deal, würde ich sagen, Jungs. Sehr laut. Und Black macht auch noch den Headshot. Das ist die zweite Pistolenrunde zum zweiten Mal. Aber, mein Gott, wie kann man so tölpelhaft... Sich direkt hintereinander stellen und dann. Also. Wahrscheinlich haben sie auch noch Krach gemacht. Also, ich war schon öfter im Zirkus, aber die Clowns waren nicht halb so lustig. Ja. Also das ist auf jeden Fall. Darüber muss man mal reden, glaube ich, in einer ruhigen Stunde. Ein ernstes Wörtchen, meinst du? Ja, und jetzt haben die Jungs von Ukraine hier die Waffen und es wird ein leichtes sein, die nächsten 2 Runden zu holen. Sie müssen 4 Runden insgesamt holen. Das haben sie eigentlich mit dem Gewinn der Pistolenrunde schon im Petto. Für uns ist es, ich meine, aus der Sicht gut, dass wir ein bisschen Zeit aufholen, die wir so im Laufe des Tages verloren haben. Aber dennoch, das kann kein Argument sein. Impi und Ash. Kommt hier doch noch eine Überraschung. Aber dennoch, keine Weapons vorhanden. Loki gegen Voodoo. Ash down. Raid hat jetzt eine Waffe. AK. Kommt aber nicht drauf, 2-0 und Raid knüpft an, wo er aufgehört hat, im Nirvana des Counter-Strike, im endlosen Chaos seiner Karriere. Ich glaube, ich weiß genau, kann das jemand erklären? Ich meine, hier gibt es ja immer noch Geld zu gewinnen. Das ist ja nicht so, dass du einfach hier Just for Fun spielst und mit ein paar Jungs, die du nicht magst oder so, sondern das ist ein Team. Mit dem hat er DSL Pro Series Season 4 gewonnen und... Ja, aber die haben einfach zusammen zu wenig gespielt. Und das ist das Ergebnis, was sie da bekommen, wenn es ihnen so unwichtig war. Gleich gibt es die Analyse von unseren Leuchten, von Miguel und von Johnny. Und beide werden uns bestimmt verraten, was hier schiefgelaufen ist. Auch hier wieder, würde ich unterstellen, gibt es ganz klare Hauptschuldige für dieses, ja nicht gerade amüsantes Match. Amüsante Match. 2-0, 2 Runden noch. Die Ukraine benötigt, um hier... in die nächste Runde einzuziehen und dort können sie erstmal entspannt zurücklehnen, denn sie warten auf den Verlierer des Spiels Mausboards gegen 64. Go auf den B-Sport jetzt und auch der ist natürlich mit diesen Long-Range-Weapons sehr leicht einzunehmen. Wenn da jemand hinten am Spot ist, dann weißt du, das ist nur eine USP, die kannst du ganz leicht wegholen. Ash hat jetzt gerade in der dritten Runde gekauft gehabt. Oh, da war er und gekauft hat der Voodoo. Hat nur noch 12 Hitpoints, das ist nicht gerade viel. Bomb ist genau vor seinen Füßen gedroppt, da kommt eine Gren und dann ist der weg, der liebe Voodoo. Dann sagt er Tschüss. Sein letztes Match für MTW? Fragezeichen. Knight hat auch gekauft in Runde 3. Das geht noch was. Eine USP hatte, war Impi. Es geht um alles oder nichts. Impi haben sie keine Waffe gegönnt. Der hatte wahrscheinlich einen droppen müssen für Raid. Der hat auch gar nicht genug Fracks gemacht, um da für eine Grundlage zu haben. Und sie scheinen diese Runde gestalten zu können, auch für sich entscheiden zu können. Runde 3. Durch den überraschenden Kauf. Aber da ist noch der Nuki und der Nuki hat ein bisschen was dagegen. Holt beide. Schöner. Nice. Bombe gedroppt. Jetzt eine 1 gegen 1 Situation. Aus einer 3 gegen 1 wird eine 1 gegen 1. Das ist symptomatisch. Und Nuki macht den Frag gegen Knight. Da geht nichts zusammen.
Da brechen jetzt alle Dämme. Feierabend, da gehen die Lichter aus. Das war's, kann man sagen. Es muss gespart werden. Es muss gespart werden. Jetzt können Sie es. Ja. Also es ist traurig, ein Team, das uns so viel Spaß gemacht hat, auch während der Saison, sich so verabschieden zu sehen. Es ist traurig, dass sie es nicht würdiger gestalten wollten. Ja, wobei das jetzt auch wirklich krasse Aktion war vom Luki, muss man so sagen. Ja, aber souveränerweise, wenn du souverän bist, dann lässt du eine 3 gegen 1 nicht so los. Ach, wie traurig. War schon wie Neid hier direkt an weggeholt hat am Anfang. 4 gegen 4 Situation. Ich möchte ganz gerne unseren Showpraktikanten Katzenmann hier zitieren. Der würde jetzt sagen, ei, was ein Pech. Der Hesse. Aber es ist mehr als Pech. Es ist ganz klares Unvermögen am heutigen Samstagabend. Das war nichts. Sei doch nicht so hart zu mir, Jungs. Okay, wie willst du das nennen? Willst du das Leistungssteigerung nennen gegenüber dem Spiel von Mausmaus? Oder willst du das beschönigen? Ja, durchaus ist eine Leistungssteigerung gegen Mausmaus. Beschönige es ruhig. Also gesagt, ich bin der Meinung... Also mehr Runden als gegen Mausmaus haben sie auf jeden Fall geholt. Ganz stark. Und vielleicht ist es auch einfach nicht ihre Map. Es war eine Arbeitssteigerung in jeder Runde. Und jetzt ist Okraner, geht hier einfach durch. Gladiator gegen Impi, komplett überfordert mit dem Spiel. Da wartet Ash. Bombe wird jetzt von Gladi genommen. Da kommt die Flash ins Loch. Muss aufpassen, dass er seinen Teammate hier nicht erwischt. Das ist Gladi gegen Voodoo. Voodoo hat es jetzt in der Hand, ob es in die nächste Runde geht. 18 Points. Oh. Den kann er haben. Und Bugatti holt es. Symptomatisch für jede Runde. Denn selbst die 1 gegen 1 oder 3 gegen 1 Überzahlsituationen konnten nicht gewonnen werden. Das ist Okraner. Sie freuen sich zu Recht, in der nächsten Runde zu sein. MTB schließt das Turnier als Vierter ab. Die EC Pro Series Finals also bereits mit einer kleinen Entscheidung. Und wir haben gleich die Interviews. Aber vorher haben wir noch die beiden Weisen. Ja, die zwei Leuchten. Und die werden uns jetzt sagen, was MTB genau falsch und was Okraner richtig gemacht hat. Ich sage Hallo zu Jonas und Hallo zu Sodal. Danke, Maddie. Also, was haben wir gesehen? Ich finde, wir haben ein recht enttäuschendes Spiel seitens MTB gesehen. Und ich finde, nach gestern kann man nur noch sagen, das Gebotene entsprach irgendwo dem Erwarteten. Muss man ganz klar sagen, nach dem Spiel gegen Maus. Woran hat es denn im Endeffekt gelegen? Und ich denke, das liegt jetzt an uns, das herauszufinden. Wir gehen jetzt mal auf die Runden ein. Gehen jetzt mal direkt zur ersten Runde. MTB ist da, hat da gestartet als Terrorist. Okraner stand als CT. Gladi war auf dem rechten Spot, hat da auf der AWP-Posi gestanden und die anderen haben ein bisschen verlagert, während MCW ein recht konfuses Spiel in den Tag gelegt hat, indem sie halt versucht haben, nach allen Seiten zu gehen. Sprich, haben B-Rush angefaked, sind wieder zum A-Rush gegangen, haben insgesamt viermal gefaked und sind durchgegangen. Ich finde, wenn man so inkonsequent seinen Angriff vorgeht, kann das überhaupt funktionieren? Ja, es kann eigentlich funktionieren, aber ich denke mal, Okraner hat sich da nicht verwirren lassen. Es sind eigentlich wenig Flashes gekommen, wenig HEs am Anfang von ihnen und sie haben eigentlich nur den Standard gespielt, den man auf Cobble spielt halt. Die Deckung zu zweit rechts, zu dritt am normalen BP und ist eigentlich auch sehr gut gelaufen. Ich denke mal, MTV hat den Fehler gemacht. Sie haben am Ende probiert, ins Kabuff zu kommen. Das hätten sie nicht machen dürfen. Sie hätten einfach Black am Spot überrennen sollen, der einfach dann doch von hinten viel zu viel Schaden anrichten konnte. Ich glaube, 3 Kills hat er am Ende gehabt oder vielleicht waren es auch nur 2. Auf jeden Fall hat er da einige Leute angeschossen gehabt und das war einfach das, was das Spiel oder zumindest diese Runde auch verloren hat. Also einfach viel zu lieblos, viel zu unentschlossen das Spiel von MTW in den ersten 6 Runden. In der 7. Runde jedoch kam dann eine leichte Wende. MTW hat dann einen B-Rush versucht. Der ist dann auch gleichzeitig also direkt mal gelungen. Interessant eigentlich, hätte ich nicht gedacht, weil Okraner da eigentlich recht gut stand. Aber sie haben Schlupfloch gefunden, haben den Angriff dort versucht und konnten sich da durchsetzen. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal, wie hast du die Runde erlebt, die 7.? Ja, es war nicht verwunderlich, dass MTW erst so spät versucht hat, wirklich den B mal anzugreifen, das dann auch sofort geklappt hat. Vielleicht hätte es früher machen sollen. Ich generell habe den B auch etwas schwächer eingeschätzt bei Okraner.
lief nicht so gut. Also was man gesehen hat, auch die Runden, die sie danach jetzt noch gewonnen haben, die waren nicht so überzeugend. Also Gladiator hat hinten nicht unbedingt jeden weggeholt und sie waren hinten noch nicht sehr defensiv. Also hätte MTV wirklich sehr viel mehr Runden holen können mit dem Spot, mit ein paar Smokes, mit ein paar gezielteren Flashes. Aber die Rushes sind ja auch später noch, wie gesagt, ein bisschen misslungen durch Fehlflashes vom eigenen Team und ja, durch eigentlich individuelle Fehler sind ihnen auch sehr viele Runden verloren gegangen. Allerdings. Gut, den Eindruck auf dem B-Spot hatte ich auch, der lief nicht ganz so gut, zumal Gladi den First Frag mit der AWP nicht gemacht hat, was eigentlich Pflichtfrags sind. Also der erste sollte schon sitzen, wenn der nicht sitzt, wenigstens der zweite. Das war leider nicht immer der Fall. So haben wir dann in der achten Runde gesehen, nachdem MTW die erste Runde in der siebten geholt hat, dass wieder der Angriff auf den B-Spot ging. Bisschen Verzweiflungstat seitens MTW. Nichtsdestotrotz schien ja zuerst ganz gut zu verlaufen. Dann hatte man zuerst eine Überzahlsituation und irgendwie hat Sokran dann doch noch gepackt, den Retake zu schaffen. Haben zwar viel zu viele Verluste in Kauf genommen, aber sie haben es geschafft. Ist das irgendwie auch bezeichnend dafür, wie nervös die Spieler im Endeffekt sind von MTW? Naja, es sah für mich auch ein bisschen unabgesprochen aus. Ich denke mal, sie hätten da viel schneller reagieren müssen. Einfach mal das Tor smoken, dann hinten zum BP durchgehen, die Bombe zu legen. Also das Bombenlegen hat einfach definitiv viel zu lange gedauert. Okrana hatte alle Zeit der Welt, sich da irgendwie drauf einzustellen auch noch. Ja, ich meine, wenn man so spielt, muss man es auch nicht erwarten, dass es besser läuft. Da wirst du wohl leider recht haben. Gut, also in der neunten Runde jedoch kam dann eine spannende Wende, denn Voodoo holt drei Frags in der Mitte, hatten halt versucht, die Mitte zu einzunehmen. Und Voodoo hat es recht geschickt gemacht. Er geht im Prinzip mit Aave vor, deckt ab. Die anderen Jungs checken die Rampe, dass von der Rampe da nichts schief gehen kann, dass er also in Ruhe mit AWP reinnehmen kann. Hat drei Leute weggeholt und somit hält er die Fahne für MTW hoch und hat dann die goldene zweite Runde geholt. Dass es nicht reicht, ist klar. Und in der 15. Runde holte MTW dann nochmal die letzte dritte Runde, die sie auch insgesamt geholt haben. Hättest du dann noch etwas hinzuzufügen? Du hast ja noch zu den Spieldetails noch irgendwas aufgeschrieben. Ja, also zu den Spieldetails eigentlich nicht so viel zu sagen. MTW hat ein bisschen abwechslungslos gespielt. Es war eigentlich immer derselbe Aufbau. Zuerst zur Rampe und dann ja meistens an der Rampe durch am Anfang, was nicht geklappt hat. Dann gegen Ende immer mehr zum B hin tendiert. Hat dann auch nicht mehr so geklappt. Also waren nicht viele Wechsel drin. Keine schnelleren Rushes, die irgendwie gut eingefädelt waren. Einer war dabei am B, der wurde falsch geflasht. Und ja, zu den einzelnen Spielen noch zu sagen, als CT waren hier Nuki, Rappi und Black eigentlich so mehr oder weniger gleich auf mit den Frags hier bei Okrana. Sehr gute Leistung hier an der Rampe, vor allem von Rappi, der dann noch einige Runden holen konnte. Und als Terror, ja, das war eigentlich sehr starke Einzelleistung von Okrana. Jetzt ein ganz großer Vorzug, wie das 1-on-3 von Nuki in der dritten Runde. Ja, also ich denke mal, da haben sie durch die Einzelleistung sehr viel geholt noch. Also, Resümee von dem Ganzen, MTW zu lieblos, zu inkonsequent. Leider Gottes muss ich sagen, ich hätte Ash vor allem schon eine bessere Partie gewünscht, einfach aufgrund dessen, weil es sein letztes Turnier ist. Er wird aufhören mit CS, hat er mir verraten, und insofern schon ein bisschen schade für ihn, auch schade fürs Team. Man darf nicht vergessen, dieses Team hat genau in dieser Konstellation, mit Ausnahme von Ash, wofür Nitro gespielt hat, letzte EPS-Saison die Finals gewonnen. Ich denke, man kann daraus einfach nur noch sehen, dass dieses Team kein Team mehr ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Jungs ja zu Attacks gehen, zumindest drei von denen, und die anderen beiden bleiben irgendwo hinterliefen. Ich finde, insofern hätten wir das Ganze zusammengefasst. Vielleicht hast du noch irgendwas zu ergänzen, ansonsten gehen wir ab zu Maddie. Nee, keine Ergänzung mehr. Alles klar, dann gehen wir ab zu Maddie, und ich bin dann schon gespannt auf das nächste Spiel mit Mausports, wo du ja selber auch noch spielst. Maddie, it's your turn. Ja, und wir melden uns zurück nach dem Spiel, nach der Analyse von Jonas und von Sodai. Und ich denke, viel zu beschönigen gibt's dann nicht. Um dennoch dem ganzen Tribut zu zollen und einfach zu sagen, ja, Jungs, schön, dass ihr hier wart. Möchte ich bitte von euch nochmal einen Applaus hier für MTW, vor allen Dingen für den Raid, der hier nochmal steht neben uns. Also einen kräftigen Applaus bitte. Und klar, die beteiligt sich auch noch fairerweise. Ja, ist eigentlich müßig, so ein bisschen auch noch darüber zu reden oder das zu analysieren, was da passiert ist. War einfach die Luft raus, auch schon im Vorfeld? Nee, eigentlich nicht. Also, aber es
ist leider sehr schlecht verlaufen. Also keine Ahnung, kannst du mir nicht erklären. Bin schon richtig traurig. Also so, man hat auch bei dir gemerkt, eigentlich war nicht gespielt, dass du gesagt hast, wir möchten hier noch was versuchen, wir möchten einen würdigen Abschluss. Das war ja eine ehrliche Meinung. Hat man sich selber noch in dem Moment ein bisschen was vorgespielt, dass das Team schon etwas zerbrochener war und man sich nicht mehr so mit aufeinander verlassen konnte und nicht mehr so kommunizieren konnte, wie es nötig gewesen wäre, um hier einen Sieg anzufahren oder besser zu spielen? Mhm. Ja, denke ich schon. Ja. Vielleicht. Also hat man sich so ein bisschen vorgemacht, dass alles noch okay ist, dass man hier noch ein bisschen mitspielen kann mit den drei anderen guten. Ja, vielleicht waren wir halt doch zu sehr raus. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir jetzt nicht miteinander gespielt haben, aber ja, vielleicht haben wir uns ein bisschen überschätzt, dass wir es schaffen. Ja, wir haben alle Maps wahrscheinlich tausende Mal gespielt und tja, ganz, hat leider trotzdem nicht gereicht. Ganz ehrlich, du hast eben kurz erwähnt, wie traurig bist du über die Art und Weise des Auftritts und des Abschneidens? Also ja, das heißt sehr traurig. Also ich bin auch mit meiner persönlichen Leistung überhaupt nicht zufrieden. Also es hat überhaupt nichts gepasst und weiß nicht. Das ist natürlich sehr schwer, jetzt die Frage zu beantworten, woran das gelegen hat. Deswegen gehe ich erstmal rüber zu Gladi. Du hast ja etwas überheblich gesagt, auch ein bisschen spaßig natürlich auch gemeint. Ja, es gibt ein Debakel für MTV. Hast du gedacht, dass sich das in dieser Art und Weise bewahrheitet? Nein, sicher nicht. Aber ich wusste, Korbel stehen wir als City recht stark. Gut, okay, wir haben drei Runden abgegeben. Kann viel sein, kann wenig sein. In der EPS haben wir selbst teilweise nur zwei Runden geschafft. Also wir gingen noch mit, so vielleicht jetzt nichts, könnte noch knapp werden in die Terrorrunde, aber normal stehen wir sehr stark und spielen auch als Terror sehr stark und demnach. Noch eine Frage zur Defense. Warum habt ihr es entschieden, zu dritt in der Mitte zu stehen? Einfach durch die Angriffe, die von MTW durch die Mitte kamen. Ihr habt ja wirklich einen Fokus gehabt auf die Rampe vor allen Dingen. Weil es auch das größte Angriffsziel ist von den meisten anderen Teams. Aber die Art und Weise, wie ihr da verteidigt habt, war schon ungewöhnlich zu sehen eigentlich. Keine Ahnung, ist nicht mein Part, das macht Silent. Naja, also da gibt es schon eine klassische Rollenverteilung, sehr gut. Das Ganze ist jetzt für euch vorbei, das Abenteuer ESL Pro Series Finals. Das letzte Mal, dass ihr in dieser Konstellation gespielt habt, Ash geht weg, also hört auf dem Spielen, wie du schon vorhin gesagt hast, Impi wird in der Art und Weise wahrscheinlich auch nicht mehr zu euch ins Team finden, zu dir finden, in die wieder, heißt es. CS oder sonst irgendwas, der wird jetzt komplett disappeared, sagt man. Also verschwindet total. Bist du ein bisschen auch wehmütig zu sagen, ja okay, das war das letzte Mal, dass wir so aufgetreten sind und dann noch irgendwie auf die Art und Weise, also ist auch so ein Abschied? Ja, auf die Art und Weise, klar, es hätte besser laufen können, aber ich sehe auch eine wahnsinnig schöne Zeit mit meinen Jungs. Also überwiegt das Positive noch? Du, wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt in den Jahren. Also ich denke mal, wann hat es angefangen? Mit TL damals, halt mit Impi, mit allen. Schade, dass Basti jetzt nicht dabei ist, aber wir gehen ja alle immer noch gemeinsam. Wir verstehen uns alle immer noch sehr gut. Für euch, für dich persönlich, geht es ja weiter. Es hört ja nicht auf. Du bist ein ambitionierter Spieler. Du hast Chancen auf die Titel dieser Welt in E-Sports. Neues Team, Attax. Ganz kurz nochmal dazu. Was erhoffst du dir da? Was erwartest du dir? Bist du überhaupt bereit, in dieses neue Team zu gehen, mit dem, was du momentan noch mit dir trägst? Ja, wir spielen ja wahnsinnig viel. Also wir haben jetzt die letzten vier Wochen täglich bestimmt 4, 5, 6 Stunden gespielt, einfach für die CPL. Vielleicht ist es ein bisschen vielleicht zu früh für das Team, das können wir aber erst in Dallas sehen. Aber wir spielen für die Verhältnisse schon sehr akzeptabel, also es funktioniert das meiste schon. Wir werden sehen, halt, was in den USA passiert. Scheint aber nicht so, als wärst du momentan... Ja, ich bin halt noch ein bisschen down. Also, ja, also ist auch nicht schlimm. Also. Also es hat, sag ich mal, eine lange Zeit lang mit MTV keinen Spaß mehr gemacht zu spielen, weil es halt einfach nichts mehr funktioniert hat und keiner mehr die Motivation, das Engagement gezeigt hat, was man damals gehabt hat. Und das finde ich bei Alternate so ein bisschen mehr wieder, so wie es früher war eigentlich, dass alle Leute sich mehr einbringen und sowas und naja. Also aber mehr Engagement. Ich muss aber trotzdem nochmal betonen, dass ich halt auf lange Jahre Spaß halt mit meinen Mates zurückgucke und ja, ich denke mal, das sollte man respektieren, weiß auch nicht, ja. Das gibt nochmal einen Applaus hier bitte von unserem Publikum für dieses Team, das uns auch sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel Spaß bereitet hat. Ja, für dich ist noch nicht zu Ende. Wir haben gleich hier die Awards, die ESL Pro Series Awards mit dem Most Valuable Player, mit dem Most Improved Player, mit dem Rookie of the Season. Du hast zwei Spieler im Rennen für den Most Improved. Wie hoffnungsvoll bist du? An sich sehr, weil sie haben uns mit auf die Finals geschossen. Ich denke, die Finals-Kandidaten haben irgendwo das Anrecht, diese Titel zu kriegen. Es gibt sicher auch einige andere Spiele, unter anderem Flex. Ohne ihn wäre alle nicht da, wo sie jetzt ständen. Und sie hätten es ja fast noch geschafft auf die Finals. Und Flex wird auch bald Ukrainer-Spieler, also bleibst du in der Familie? Bleibst in der Familie, genau. Nein, ich denke, jeder, der nominiert ist, hätte es verdient. Schauen. Ich hoffe, dass es einer von uns wird. Flex wäre auch okay, aber ihnen hoffe ich ja, dass er MVP wird. Gut, ich denke, das war's zum Spiel Ukrainer gegen MTW. Schade, dass es so ausgegangen ist und es auf diese Art und Weise zu Ende geht. Aber da machst du nichts.
Wir kommen zu den ESL Pro Series Awards, die gibt's gleich. Bis dahin eine ganz kurze Pause und dann heißt es, wer wird Most Valuable Player, wer wird Most Improved Player und wer wird Rookie of the Season. Kurzer Trailer, bis gleich. Mm-hmm.